In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese Pendelstrecke bauen könnt, bei der ein Zug von der einen Seite des Dioramas auf die andere Seite über eine Weiche fährt, sich eines von zwei freien Gleisen sucht und der andere Zug, der auf dem anderen Gleis zum Halten gekommen war, dann die Strecke zurückfährt und quasi diese Position einnimmt, auf der zuvor die andere Lok gestanden ist. Das Ganze ist zum Einsatz gekommen auf diesem Winterdiorama, das ihr hier sehen könnt, mit einer wunderschönen Winterlandschaft, mit Buden und Beleuchtung und vielen, vielen kleinen Details. So, und angefangen hat es eigentlich so, mit einem Gleisplan, wo ich mir hier das C-Gleis so ausgelegt habe. Ich habe mir jetzt hier verschieden lange Gleise ausgelegt, hier einen sehr schönen weiten Radius und dann hier ein paar kürzere Gleise, die ich jetzt gleich zu Kontaktgleisen umbauen werde. Dieses lange Gleis hier, das ist glaube ich ein Radius 5, den ich genommen habe, den verwenden wir jetzt mal als Anschlussgleis, denn da wird sonst nicht viel anderes passieren. Ihr könnt aber auch hier zwei kürzere Gleise nehmen, um dann nochmal ein zusätzliches Funktionsgleis hier zu haben. So, damit ihr jetzt die Kontaktgleise auch richtig erkennen könnt, braucht ihr so einen Rückmeldedecoder. Das hier wäre jetzt ein S88 Link, den ihr zum Beispiel an die CS3 anschließen könnt. Wenn ihr eine CS3 Plus habt, dann reicht euch auch der normale S88. Dieser S88 Link, der hat hier ein Kabel, damit geht ihr in die CS3 rein und er hat hier noch einen Anschlussstecker für ein Netzteil, denn der braucht auch noch ein bisschen Strom. Und hier können wir dann bis zu 16 Kontaktgleise anschließen. Das heißt, das verbinden wir dann später mit dem Gleis, um dann zu entscheiden, was passiert, wenn der Zug über so eine jeweilige Schiene drüber fährt. So, schließen wir es mal kurz an. Ich hole mal die CS3 zu mir an die Seite. Die hat hinten ganz viele Anschlüsse. Ich räume das mal ein bisschen auf, damit man es besser sehen kann. Und da sehen wir hier der erste Anschluss ganz an der Seite. Das wird der sein, wo wir jetzt unseren Link S88 einstecken. Mit dem rechteckigen Ding nach unten wird er eingesteckt und jetzt braucht er noch Strom. Da kommt er noch ins Netzteil hier hinein und dann seht ihr bereits auf dem Display von der CS3 wird hier unten links neu angezeigt ein Link S88, dem wir jetzt auch theoretisch noch ein Update geben können bei der Gelegenheit. Und das machen wir jetzt. Updates sind immer gut. So, den haben wir bei der Gelegenheit gleich noch aktualisiert. Und jetzt können wir den theoretisch auch noch umbenennen, dass wir wissen, das ist unser Link S88.1, wenn ihr ganz viele habt. Aber für unser Diorama brauchen wir nur einen. Damit der Rückmeldedecoder funktioniert, müssen wir den einmal an einen Masseanschluss anschließen. Da haben wir hier zweimal an der Seite so ein Symbol für den Masseanschluss. Und da kommt jetzt einfach ein Kabel dran, das wir dann an der Anlage mit der Seite verbinden, wo das Null-Symbol ist. Da nehmen wir uns am besten jetzt auch das Anschlussgleis und davon im einfachsten Fall die andere Seite und schließen das hier an, wo Null steht. Und jetzt können wir aus dieser einen langen Schiene ein Kontaktgleis bauen. Dazu brauchen wir jetzt einen Seitenschneider, also so ein Werkzeug. Und mit diesem Werkzeug durchtrennen wir jetzt auf beiden Seiten dieses Gleis. Das könnt ihr hier sehen, ich habe es schon mal vorbereitet. Hier ist das bereits auf beiden Seiten hier an der Seite durchtrennt. Hier ist also kein Kontakt mehr zwischen diesem einen Schuh für die Flachsteckhülse und diesem Teil. Das ist hier bereits auf beiden Seiten aufgeschnitten bei diesem langen Gleis. Zum Vergleich kann ich euch mal eine Schiene zeigen, ein Gleis zeigen, bei dem das noch nicht durchtrennt ist. Das sieht dann so aus. Hier sieht man, ist diese Brücke noch völlig intakt. Na? Und das würde man jetzt hier an der Seite einfach aufschneiden. Ich mache das mal mit der linken Hand, dann seht ihr das besser. Hier würde man das jetzt einfach an der Seite durchtrennen. Hier an dieser Stelle. Na? Also da würde man durchschneiden. So, jetzt können wir ein Kabel nehmen. Da nehme ich jetzt mal eine andere Farbe, zum Beispiel blau, damit man die besser später unterscheiden kann. Und dieses Kabel wird jetzt mein erstes Kontaktgleis sein. Und damit kann ich jetzt an dem S88 in meinen ersten Anschluss hineingehen. Ich lege das mal hier vorne hin. Jetzt schraube ich das einmal kurz hier auf, bei der 1 auf. Ist sogar schon offen. Und dann gehe ich hier hinein und schraubt das wieder zu. Ich zeige es nochmal kurz auf der anderen Seite, damit ihr es sehen könnt. Also hier wird
dieses blaue Kabel jetzt in den Rückmeldedecoder einfach eingeschraubt. So, jetzt kann man sich das kürzen, solange man möchte. Ich mache das jetzt erstmal noch ein bisschen länger, denn kürzen kann man sie immer noch. Länger machen wird immer ein bisschen komplizierter. Und schließe das einfach mal in die erste Schiene an, in das erste Gleis hier. So, steckt drin mit der Flachsteckhülse. Jetzt müssen wir das Gleis aber noch auf beiden Seiten abisolieren. Und dazu nimmt man diese kleinen Mittelleiterisolierer oder also normalerweise Mittelleiterisolierer, in dem Fall aber keine Mittelleiter, sondern in dem Fall eben für die Seite, wo 0 steht. Dann nimmt man diese kleinen Dinger her, die muss man auftrennen, hier aus dieser Verpackung. Und dann sehen die so aus wie hier auf meiner Hand. Und die nehmen wir jetzt genau davor auf den äußeren Zacken. Stecken wir die mal drauf. Auf den äußeren Zacken. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Nachdem aber hier kein so ein Schuh ist, nehmen wir einfach das Gleis davor, in diesem Fall unser Anschlussgleis, und schauen uns da an, wo der ankommen würde. Und da ist es auch der äußere. Also nehmen wir einfach genau den hier auf der anderen Seite und schließen das auch hier kurz drüber. Jetzt wird diese Seite einfach komplett abisoliert, sodass hier kein Kontakt mehr ist. Auf beiden Seiten. Einmal auf der einen und einmal auf der anderen Seite. So muss das dann aussehen. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann müsste jetzt unsere Lokomotive oder auch alles andere, was in irgendeiner Weise Kontakt hat, hier schon auslösen. So, jetzt kann ich den ersten Wagen nehmen und kann damit mal dieses Kontaktgleis auslösen. Damit ich aber auch den Effekt sehe, muss ich einmal kurz in die CS3 reingehen und dieses Kontaktgleis auch reinprogrammieren. Und das ist verhältnismäßig einfach. Wir gehen hier oben mal in den Bereich hinein, ziehen uns den mal runter und können jetzt einfach hier oben auf ein Plus drücken und sagen, was wollen wir hier eigentlich? Wollen wir eine neue Weiche anlegen, ein neues Signal, Drehscheibe und so weiter und so fort. Und ihr habt es fast erkannt, unten S88 Kontakte, da drücken wir drauf. Und jetzt haben wir hier einen Kontakt K1, den wir unten ein bisschen genauer beschriften können. Da steht zum Beispiel drin, wie ist der angeschlossen? Ist der direkt angeschlossen? Ist der an Bus 1 angeschlossen? Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie das aussieht, wo der Unterschied ist. Direkt angeschlossen würde bedeuten, der ist direkt hier an diesen Link S88 hier unten angeschlossen. Hier oben haben wir noch zwei Busse. Wenn wir also jetzt hier Netzwerkkabel reinstecken, dann können wir ganz viele solche Decoder hintereinander anschließen. Bus 1, Bus 2, Bus 3 und so weiter und so fort. Also hier sehen wir Bus 1 Netzwerkkabel, Bus 2 Netzwerkkabel und hier haben wir noch so ein älteres Modell, einen älteren Anschluss für die alten S88 Decoder, die man vielleicht ab und zu nochmal gebraucht kaufen kann. So, zurück in der CS3. Wir haben den also jetzt direkt angeschlossen. Das heißt, hier drücken wir auf direkt und jetzt können wir rechts auch noch wählen, welchen unserer S88 wir haben. Solltet ihr also mehrere solche Link S88 haben, dann tauchen die hier auf. Für unser Diorama wären mehrere ein bisschen überdimensioniert. Deswegen reicht hier einer. Und das ist unser Kontaktgleis Nummer 1. Deswegen nennen wir das einfach mal K1. Und jetzt muss ich in der Zentrale einfach mal Start-Stopp drücken. Und noch ist nichts passiert, weil mein Wagen steht noch immer auf dem Anschlussgleis. Wenn ich jetzt über meine runde Schiene weiterfahre, dann seht ihr, leuchtet dieser Kontakt K1 auf. Man sieht also richtig schön, wenn ich mit dem Wagen rüberfahre, leuchtet es auf. Aber wir brauchen was ganz Wichtiges. Wir brauchen nämlich ein Kontaktgleis auf dieser Seite und wir brauchen ein Kontaktgleis hier auf dieser Seite und auf dieser Seite, damit wir später diese Pendelautomatik programmieren können. Jetzt brauchen wir noch einen Weichenantrieb. Den habe ich gerade eben noch eingebaut, denn wir möchten ja auch, dass die Weiche entscheiden kann, auf welches Gleis der Zug hier zurückfahren soll. So, und jetzt schauen wir in die CS3 rein, was wir hier tun müssen. Jetzt werden wir uns eine erweiterte Ereignissteuerung programmieren, bei der wir zwei Loks hin und her pendeln lassen. Und zwar einmal hier diese gelbe Lokomotive, diesen Netzinstandhaltungszug und einmal den kleinen Schienenbus. Den werden wir einfach auf das andere Gleis setzen, auf die andere Seite. Und die sollen jetzt einfach hin und her fahren. Und der Schienenbus, der kann natürlich jetzt nicht auf dieses Gleis fahren, das durch den Netzzug belegt wird. Also müssen wir hier die Weiche schalten, sodass hier der Schienenbus auf das
frei Gleis fahren kann. Und das werden wir jetzt als erweiterte Ereignissteuerung in der CS3 programmieren. So, als allererstes habe ich mir mal einen Gleisplan angelegt, in dem ich alle Signale und Weichen hinterlegt habe und auch die Kontakte, die wir hier brauchen für dieses Ereignis. Ich habe mir zwar 1, 2, 3, 4, 5 Kontakte angelegt, ich habe aber jetzt hier in dem Gleisbild nur die 3 Kontakte hinterlegt, die wir für diese Ereignissteuerung jetzt brauchen. Außerdem, Weiche kann man bereits schalten und auch die Signale kann man hier bereits schalten. Also hier funktioniert bereits alles manuell. Jetzt muss ich ganz kurz in die Systemeinstellungen reingehen und dort gibt es im Hauptmenü der CS3, wenn man hier mal so runterscrollt, gibt es einen Punkt, den hatte ich bereits ausgeklappt, und zwar ist das dieser hier, nämlich bei Gleise, Protokolle und Betrieb, Ereignisse, erweiterter Modus. Der muss eingeschaltet sein, damit das, was wir jetzt gleich machen, funktioniert. So, jetzt können wir in die Ereignisse hier oben reingehen und können ein neues Ereignis anlegen. Für diese Pendelsteuerung, die wir hier haben, brauchen wir aber nicht ein Ereignis, sondern wir brauchen ganz viele, um ganz genau zu sein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die ich schon mal vorbereitet habe. Unsere Lokomotive kommt hier von rechts nach links und fährt auf den Kontakt K6 über die gerade Weiche W1. Also K6 würde auslösen und der Zug kommt hier an. Also gibt es ein Ereignis, das heißt K6 Ankunft. Was macht dieses K6 Ankunft? Es definiert, dass beim Auslöser K6 diese Lokomotive DB-Netzzug abbremsen soll auf 0. Außerdem soll das Signal S1 rot geschaltet werden hinter der Lokomotive. Der Zug soll seine Richtung wechseln und er soll die Weiche W1 auf rund schalten, damit der nächste Zug nicht mehr über die gerade Weiche fährt und sie schneidet, sondern drüber kann. Außerdem soll er das Signal S3 auf grün schalten, damit die zweite Lokomotive ihren Weg gehen kann. Also, diese Lokomotive, der DB-Netzzug, wird immer auf diesem K6 ankommen. Der wird nie auf ein anderes Gleis fahren. So ist das hier programmiert. So, das gleiche Spiel haben wir auf der anderen Seite. Sollte der Zug also von rechts kommen und über die Rundweiche auf K4 fahren, passiert K4 Ankunft. Hier ist es ein anderer Zug, der hinterlegt ist. Hier wäre es jetzt der kleine Schienenbus. Auch der bremst ab auf 0, schaltet das Signal hinter sich auf rot, wechselt seine Richtung, schaltet die Weiche gerade für den anderen Zug und schaltet für den anderen Zug das Signal auf grün. Welcher Zug hier zum Einsatz kommen soll, kann man ganz leicht bearbeiten, indem man auf das Ereignis Bearbeiten drückt, hier auf die Lokomotive drückt und sagt, ich möchte zum Beispiel statt des Schienenbusses künftig eine andere Lokomotive auf dieses Gleis setzen, wie zum Beispiel diese moderne 290er Diesellokomotive. Dann muss ich das nur in den anderen Ereignissen auch gleich hinterlegen. Machen wir schon mal. So, jetzt fährt der Zug los, das heißt, wir haben natürlich auch K4 Abfahrt und K6 Abfahrt. Schauen wir uns gleich mal K4 Abfahrt an, dann sehen wir hier bei K4, wenn der ausgelöst wird, fährt auf dem anderen Gleis der DB-Netzzug los mit einer kleinen Verzögerung von 5 Sekunden und dann mit der Geschwindigkeit von 20%. Ne? Also, wenn der Zug hier auf K4 reinkommt, darf der andere Zug rausfahren. Das gleiche Prinzip gibt es bei K6 Abfahrt. Hier sehen wir jetzt, K6 wird ausgelöst. Jetzt darf auf dem gegenüberliegenden Gleis unser Schienenbus losfahren mit einer Verzögerung von 5 Sekunden und einer Geschwindigkeit von 18%. Und jetzt können wir hier den Schienenbus gleich nochmal austauschen und das ersetzen durch die 290er, die moderne Lokomotive, die wir statt des Schienenbusses jetzt fahren wollen. Jetzt gibt es noch zwei weitere Ereignisse, denn hier rechts kann ja entweder der Schienenbus kommen oder der DB-Netzzug, beziehungsweise entweder Lok 1 oder Lok 2, je nachdem, welche beiden Lokomotiven ihr hier für dieses Ereignis verwenden wollt. Also schauen wir uns an, was passiert eigentlich, wenn Lok 1 ankommt. Lok 1 ist jetzt noch der Schienenbus, den tauschen wir gleich mal aus durch die 290er, die da künftig ankommen soll. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Unser Zug bremst hier auf 0. Und schaltet die beiden Signale auf dem anderen Anlagenteil auf rot. Jetzt kommt hier ein kleines Fragezeichen. Hier checkt der Zug, ob die Weiche rund oder gerade ist. Er checkt außerdem, ob der Kontakt K4 frei ist und der Kontakt K6 belegt ist. Wenn das der Fall ist, diese drei Konditionen, dann geht das Signal auf grün, dann wechselt der Zug auch seine Richtung und fährt wieder los mit der Geschwindigkeit 3. Und wie das hier hinterlegt ist, sieht man, wenn man auf die einzelnen Sachen draufdrückt.
Also hier dieses Fragezeichen W1. Wir definieren hier die Kondition. Wenn die Weiche rund ist, dann soll das Ereignis fortfahren. Wenn der Kontakt frei ist, dann soll das Ereignis fortfahren. Und wenn gleichzeitig auch der K6 belegt ist, dann soll auch dieses Ereignis fortfahren. Wenn das nicht der Fall ist, wenn also die Kontakte zum Beispiel beide belegt wären, würde dieses Ereignis erst gar nicht zum Laufen kommen. Würde also abbrechen. Und genau das Gleiche definieren wir jetzt für die Lok 1 hier an der Seite. Auch die löst bei dem Kontakt K2 das aus. In diesem Fall ist es der DB-Netzzug, der auf 0 gebremst wird. Die beiden Signale gehen auf Rot. Jetzt wird die Weiche aber anders abgefragt. Hier muss die Weiche jetzt gerade sein. Wenn das der Fall ist und in dem Fall auch die anderen beiden Kontakte jetzt belegt bzw. frei sind, K6 ist frei, K4 ist belegt, dann wird das Signal auf Grün geschaltet und der Zug fährt mit einer Geschwindigkeit von 30% wieder los in die andere Richtung. Ja, und in den nächsten Videos seht ihr dann, wie wir aus diesem kleinen Diorama so eine richtig schöne Winterlandschaft gebaut haben mit vielen kleinen Details. Und außerdem findet ihr die Konfigurationsdatei zum Download im Beschreibungstext unter diesem Video. Lasst gern noch ein Abo da und ein paar Kommentare, wie es euch gefallen hat.